Läuft. Der Michael hat ja für mich gebetet und ich habe da gesitzt, ich habe gedacht, naja, lass noch ruhig mal beten. Weil das war so, ne? Aber dann habe ich gemerkt, dass ich nämlich so zittrig bin, so wackelig und dass ich besser atmen konnte. Irgendwie der Druck, wo ich da im Körper war, der war verschwunden, der ist nämlich das so frei. Und wie gesagt, ich wäre am liebsten aufgesprungen und hätte angefangen zu tanzen. Halleluja! Halleluja! So habe ich mich gefühlt. Genau. Also es schien erstmal ganz unscheinbar. Ich dachte mir, sie lässt beten. Ja, du lässt es einfach ein bisschen über dich ergehen. Das, es war auch nicht unangenehm. Es war einfach, ja, ich hab dir einfach gedient, 20 Minuten. Meine Stimme ist schon heiser vom vielen Beten. Aber ja, dann weiß ich wenigstens, dass ich was leisten durfte. Ja. Jedenfalls, das Schöne ist ja, wenn ich rausfinden darf, dass es nicht vergeblich ist. Es ist auch nicht vergeblich. Es war noch nie vergeblich. Und du hast auch gemerkt, glaube ich, dass es bei dir im Magen warm wurde, oder was? Überhaupt, im ganzen Körper. Im ganzen Körper. Das war so, wie du das letzte Mal da warst. Ja. Da haben wir doch auch gebetet und hast du jedem die Hand auf den Kopf gelegt und der Heilige Geist. Und dann habe ich doch gesagt, was habe ich da hinten im Rücken? Das sind die Nadeln, das war so der Heilige Geist. Und der war wieder da. Der war wieder da. Auf den Heiligen Geist verlassen. Und ich freue mich so. Und beim Rückmarschieren, wo ich dir die Hand nehmen wollte, da hast du aber gesagt, du bist nicht mehr so schwach und du bist nicht mehr so zittrig. Und tatsächlich, du strahlst und du kannst viel stabiler gehen. Und so bleibt das auch.